Einen wunderschönen guten Morgen. Um 10 nach 12. Ich habe wieder den ersten Talk bekommen. Ich bin total happy. Überhaupt nicht. Wer von euch hat gerne als Kind Räuber und Gendarm gespielt? Mal Hände hoch. Wer war lieber Räuber? Ja, die meisten, ja. Klar. Darum geht es heute. Wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, was macht man bei physischen Penetrationstests. Und ich habe eine kleine Einführung mitgebracht. Und wir schauen uns einfach mal so an, was man machen kann. Eine relativ aktuelle Meldung aus den USA. Man arrested for breaking into Dallas Country Courthouse. Da hat mich der Kollege darauf hingewiesen, das war jetzt irgendwie am 11.09. Da wurden zwei Pentester verhaftet. Die sollten da nämlich in das Gerichtsgebäude einbrechen, hatten einen Auftrag davon. Und dann kam die Polizei und dann wurden sie verhaftet. Und dann stellte sich heraus, die hatten eigentlich gar keinen Auftrag dazu. Die hatten zwar von irgendjemand einen Auftrag erhalten, aber eben nicht von denen, die es durften. Okay, ja, also wir wissen, da gibt es so einiges zu beachten und auch das, auf das wollen wir eingehen. Kurz noch zu meiner Person, ich bin jetzt 42 plus 1. Ich komme aus Haiger, sagt keinem was, ist in Mittelhessen. Bin Sicherheitsberater und CISO bei einigen Unternehmen. Und wenn ich darf, mache ich ein bisschen Pentesting und Red Teaming. Wenn man irgendwas mit mir kommunizieren möchte, am besten über Twitter, da bin ich ganz gut erreichbar. Erstmal schauen wir uns an, worum geht's. Dann gucken wir uns an, ganz klassisch, was machen wir, wenn wir so einen physischen Pentest beauftragen wollen? Was müssen wir vor der Auftragserteilung beachten? Wie wollen wir uns vorbereiten? Was machen wir bei der Durchführung? Nacharbeiten müssen wir auch machen und so ein paar Do's und Don'ts habe ich auch noch zusammengeschrieben, die man tunlichst lassen sollte oder worauf man. Wer von euch macht Tests? Tests durch? Ah, nicht so viele, okay. Ist mittlerweile relativ verbreitet. Ne? Penetrationstests, Schwachstellen-Scans, Schwachstellenanalysen ist auch in so einem Mittelstand angekommen. Macht jeder mittlerweile so einmal im Jahr in der Regel. Dabei wird aber ganz gerne vergessen, dass ja nicht nur so der Hacker irgendwie von außen oder von innen in Gefahr ist, sondern dass man ja auch klassische Gebäude hat, dass man Gelände hat, wo man ja auch einbrechen kann. Und da wird dann gerne gesagt, das macht das Facility Management. Also die kümmern sich um Schranken, um Perimeterschutz und so weiter, aber es kommt keiner auf die Idee, das mal zu testen. Und genau das machen wir bei physischen Pentests. Wir gucken, können wir von außen in Unternehmen eindringen, vor Ort? Können wir irgendwelche Zäune überwinden? Können wir in das Gebäude rein? Mit dem Ziel letztendlich, was schaffen wir, wenn wir denn dann reingekommen sind? Ganz wichtig dabei ist in der Regel, komme ich irgendwo rein, ohne etwas kaputt zu machen? Weil wenn wir irgendwo ein Schloss kaputt machen oder irgendwo eine Kette durchknipsen oder was auch immer, das ist ja relativ einfach. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen keine Schäden verursachen. Trotzdem muss man sich immer wieder die Frage stellen, wo käme ich denn rein, wenn ich was kaputt machen würde? Weil auch da sieht man immer die witzigsten Sachen, dass dann irgendwelche Türen, die noch nicht mal so einen Fußtritt standhalten, dann dazu dienen, Serverraum abzusichern. Ja, also das machen wir natürlich nicht, aber dann sagt man, okay, was wäre denn, wenn ich da jetzt gegentreten würde? Ja, dann würde die aufgehen. Gut, macht dann nicht so viel. Wenn wir denn drin sind, dann schauen wir, wo kommen wir denn hin überall? Kommen wir irgendwie in bestimmte Bereiche, wo so Forschung und Entwicklung ist zum Beispiel oder wo datenschutzrelevante Dinge sind, Personalabteilungen. Können wir da einfach reinlatschen? Ja? Was machen die denn dann, wenn man da so reinkommt? Und wenn wir da sind, was können wir von dort erreichen? Kommen wir in ein Netzwerk rein? Können wir uns irgendwo mit verbinden? Und dann haben wir dann klassische Pentest-Szenarien. Und wenn ich schon mal drin bin, was kann ich denn dann im Netzwerk machen? Das ist so das, was wir uns immer fragen. Und vorher muss man wie bei einem normalen Penetrationstest letztendlich auch schauen, dass man erstmal die Rahmenbedingungen festlegt. Also man unterhält sich mit den Leuten und sagt, was wollt ihr denn überhaupt erreichen? Mit welchen Techniken wollen wir denn vorgehen? Dürfen wir zum Beispiel Social Engineering einsetzen? Dürfen wir uns verkleiden oder sollen wir einfach nur irgendwie versuchen, von außen mit dem Dampfhammer durchzulaufen? Ja, gibt es auch. Wie weit kommen wir da? Werden wir irgendwo gestoppt?
Die Zieldefinition und der Scope, also wo wollen wir uns bewegen, in welchem Bereich wollen wir uns bewegen, ist da super wichtig, weil so out of scope kommen bei einem physischen Pentest ist ziemlich übel. Dann habe ich nämlich auf einmal irgendwelche Gebäude oder Systeme vor mir, die gar nicht zu meinem Auftraggeber gehören. Und wenn ich die dann kaputt mache, dann habe ich halt doppelt gelost. Wir hatten jetzt den Fall, da waren wir in der Brücke drin und haben da so Netzwerkschränke gefunden. Die haben wir dann aufgemacht, haben wir dann reingeguckt und haben festgestellt, oh, da steht ja was von Telekom. Dann war das halt eine LTE-Basisstation, ja, mit Huawei-Schränken, die verschlossen waren. Im Nachbarschrank, der war offen, da lag der Schlüssel für die Huawei-Schränke drin. Da kribbelt es einen schon so ein bisschen. Ne? So, oh, aber das gehört halt nicht zum Auftrag. Ne? Der stand da halt zufälligerweise rum und da haben wir dann ein Foto gemacht, so ein bisschen in der Randnotiz dann einfach mal bemerkt und dann durften wir da leider nicht machen. Also Scope, ein ganz wichtiges Thema. Ausnahmen, Mission-Critical-Sachen. Ja, irgendwie, wenn ihr reinkommt und Netzwerkzugriff bekommt, was sollte man denn vielleicht nicht angreifen? Es gibt immer solche kritischen Bereiche. Bei einem Auftraggeber, da haben wir so eine Bahn, also eine Eisenbahnlinie. Und das Netz ist besonders geschützt. Das ist von besonderen Gesetzen geschützt. Das bedeutet, besonders geschützt, da sind auch extrem veraltete Systeme immer drin. So Windows 2000 und XP war so das Aktuellste, was wir da sehen. Und wenn wir die anpingen, dann fallen die um. Ja? Und dann kann es schon mal sein, dass so ein Abrollhügel auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja? Oder wenn man dann den falschen Knopf drückt, dass dann einfach die Schranken runtergehen. Das passiert tatsächlich. Ne? Das ist ein ganz normaler Vierkantschlüssel. Wenn ich dann versuche, dann, weil ich die Tür öffnen will und drehe das Ding rum und dann merke ich, oh, das ist ja gar keine Tür, sondern das war jetzt die Schrankenanlage, die ich da bedient habe. Also da muss man drüber reden, welche Ausnahmen gibt es. Und dann natürlich das Übel, Datenschutzbeauftragte, Betriebsrat, die sollte man auf jeden Fall mit einbinden. Weil insbesondere, wenn wir so Social Engineering und so weiter einsetzen, dann kommt es schon mal vor, dass wir Personen, Mitarbeiter diskreditieren können. Ja, wir versuchen die ja zu überlisten, wir versuchen denen ja irgendwas vorzuspielen und das kommt meistens nicht so gut an. Und deswegen muss man das vorher klären, dass da mindestens Datenschutz und Betriebsrat Bescheid weiß und letztendlich dann auch das Ganze im Nachgang kommunizieren kann. So wenig Mitwissende wie möglich macht absolut Sinn. Auch wieder aus der Praxis, da war ein Vorstand mit 4 Vorstandsvorsitzenden. Einer hatte uns beauftragt, die anderen 3 wussten es nicht. Und dann haben wir losgelegt und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass über irgendwelche Wege dann die Information dann doch irgendwie bis zum Admin vor Ort gekommen ist, dass wir da gerade was tun. Ja, weil einfach einer angefangen hat zu reden und er hat dann seinen Kollegen dann Bescheid gegeben und das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer. Und dann ist natürlich so ein Test eigentlich obsolet. Ja, also wenn man schon genau weiß, der guckt einen an und weiß schon ganz genau, du bist jetzt der Pentester, dann brauche ich nicht mehr weitermachen. Ja. Ja, Kontaktdaten austauschen, das ist insbesondere wichtig, wenn wir irgendwo nachts unterwegs sind. Das heißt, wenn wir außerhalb der Geschäftszeiten versuchen, irgendwie irgendwo reinzukommen und dann kommt irgendwie ein Sicherheitsmann, ein Wachmann vorbei und sagt, stopp, ich hole jetzt die Polizei. Dann sollte man halt in dem Falle zügigst irgendwie seinen Auftraggeber anrufen, nachts um 3, den aus dem Bett klingeln und sagen, hier sprechen Sie mit dem, das ist ein geplanter Test, weil sonst kann es wirklich vorkommen, dass dann die Polizei kommt und dann steht man da und guckt doof. Ja, und erklären Sie denen mal, dass man letztendlich dafür beauftragt wurde. Das hatten wir ja eben mit diesem Gerichtsgebäude. Ne? Also uns ist es noch nicht passiert, aber wer weiß. Ne? Also so ganz unwahrscheinlich ist das gar nicht. Für uns als Tester ist natürlich das Haftungsthema ganz wichtig. Wir könnten theoretisch was kaputt machen, unabsichtlich, ja, also auf der Hardware-Ebene irgendwelche Türen kaputt machen. Wenn man da mit so einem Lockpicking, so einem automatischen Lockpicking-Werkzeug zum Beispiel vorgeht, die machen dann die Schlösser auch schon mal kaputt. Ja? Oder wenn man dann im Netzwerk ist und pingt dann eben diesen Eisenbahnrechner an und der fährt dann irgendwie einen Zug vor die Wand, dann ist das doof. Ja? Das sollte man vorher ausschließen. Entsprechend über Verträge, über die AGB und eine Versicherung braucht man eh. Also die meisten größeren, die beauftragen einen gar nicht mehr, wenn man keine Versicherung hat. Ja, da hat man so 3 Millionen, die man dann letztendlich von der Versicherung bezahlt bekommt, wenn irgendwas passiert. Damit sollte man auf jeden Fall achten. Die Ziel- und Leistungsbeschreibung ist auch wieder wie bei jedem anderen Projekt.
Ich muss genau definieren, wie gehe ich vor, was mache ich, welchen Umfang, und das lasse ich mir dann bitte vom Top-Management unterschreiben. Ja, also nicht vom IT-Leiter oder von irgendwem, also in der Regel vom Top-Management. Weil sonst passiert nämlich genau das, dass nämlich irgendeiner einen beauftragt und der hatte intern gar nicht die Berechtigung dazu. Das ist zwar eigentlich nicht mein Problem, weil er spricht in dem Moment für das Unternehmen, aber das zu argumentieren und zu rechtfertigen, da haben wir alle gar keinen Bock drauf. Hinweise geben, potenzielle Störungen und so weiter und vor allen Dingen bestätigen lassen, wir haben ein Notfallvorsorgekonzept und es kann nichts passieren, was uns wirklich jetzt existenzbedrohend gefährdet. Ja? Das haben die wenigsten. Also ich glaube, so 3/4 haben gar kein Notfallkonzept für diese Dinge, aber sie unterschreiben es. Ja, und das reicht mir aus, letztendlich, da geht es eben auch wieder um das Thema Haftung. Okay, durch diese ganzen theoretischen Geschichten gehen wir relativ schnell durch. Wie fangen wir an bei einer Vorbereitung? Als allererstes machen wir so ein bisschen Recon, ne? Aufklärung, entweder remote oder vor Ort. Wir gucken uns an, was wollen wir denn da überhaupt angreifen, wo wollen wir denn reinkommen. Wenn wir das getan haben, dann entwickelt sich im Kopf schon so ein bisschen eine Geschichte, als was könnte ich denn jetzt vorgehen? Ja, verkleiden wir uns? Wie gehen wir rein? Wer sind wir? Gehen wir als Handwerker rein? Da kommen wir gleich noch zu. Also eine Story entwickeln. Was tue ich, wenn ich jetzt den Auftrag durchführe? Was versuche ich? Wo setze ich an? Und so weiter. Das kann ich erst nach dem Recon machen. Vorher weiß ich nämlich meistens nicht, wie es da aussieht. Ausstattung zusammenstellen. Klar, ich brauche Werkzeug, ich brauche Verkleidungen und so weiter, gefälschte Identitäten vorbereiten, das ist immer so eine schöne Geschichte, das sehen wir gleich auch noch, Mitarbeiterausweise oder Besucherausweise, wenn man die hat, dann wird man so irgendwie übersehen. Ne? Also automatisch Mitarbeiterausweis, den kann man sich auch selbst drucken, dann ist man eigentlich Luft für die Leute, weil der gehört hier hin, alles ist gut. Ja, also sowas bereite ich letztendlich alles vor. Und das Allerwichtigste ist das Legitimationsschreiben, wo drin steht, ja, ich, das Top-Management dieses Unternehmens, habe diese Person hier oder diese Person beauftragt, hier einen physischen Pentest durchzuführen. Im Zweifel rufen sie mich an. Weil, ne, wenn man erwischt wird, dann sollte man das zeigen können. Und wenn man dann im Scope das hat, dann hat man auch ein gefälschtes Legitimationsschreiben dabei. Das zeigt man dann als erstes, ne, wo man dann einfach einen Briefkopf gefälscht hat, einfach den gleichen Text hin, eigens selbst unterschrieben hat. Und dann guckt man, ob man damit durchkommt. Ja, und wenn man damit nicht durchkommt, dann kann man immer noch das Richtige zeigen. Also, auch da wieder, man versucht natürlich, auch wenn man erwischt wird, das meiste noch rauszuholen. Die Grundausstattung. Das ist ein bisschen lächerlich, aber ja, wir brauchen tatsächlich Koffer. Oder wir brauchen Taschen. Zu den Taschen kommen wir nachher noch. Wir brauchen so Werkzeug. Ja, so ganz normale Sachen. Panzertape, so ein Multifunktionstool ist immer top. Ja, man muss nicht immer direkt hier so einen kompletten Werkzeugkasten dabei haben. Wobei genau dieses Teil ist genau das, was man ganz oft braucht. Weil an vielen Stellen kommt man einfach durch das Lösen von solchen Spezialbits oder Spezialschrauben, kommt man sehr, sehr einfach schon rein. Ja, deswegen so ein Teil immer dabei haben, kostet irgendwie 20 Euro, ist überhaupt kein Problem. Wir wollen ja irgendwas mit Netzwerk und was mit Computern machen. Das heißt, man sollte halt auch seinen Computer dabei haben, sein Notebook. Und hinten, das ist mein Pentest-Notebook, das ist irgendwie so ein TT irgendwas. Das will ich natürlich nicht mitschleppen, weil wir überlegen uns, wir rennen da durch die Gegend und versuchen über Mauern zu klettern und durch Türen und Tore zu brechen. Da sollte ich nicht ein 2-Kilo-Notebook dabei haben. Ja, das heißt, zu dem Zweck holt man sich dann irgendwie so ein kleines Ding. Ich habe hier von GBD so ein Teil. Super, ne? Hat irgendwie HD, Full HD-Auflösung, wiegt irgendwie 500 Gramm, macht genau das, was es soll. So kleine Switches sind immer ganz cool, die braucht man auch, wenn man unerwartet zufälligerweise mal einen Netzwerkport findet oder man holt sich eben hier so eine Vollausstattung, weil so LWL-Strecken, wenn die irgendwo quer durch die Gegend gespannt sind und irgendwo so Zugangspunkte sind, dann braucht man halt so Medienwandler. Ne? Ich muss ja gucken, wenn ich irgendwo Netzwerk finde, muss ich da ja auch drankommen. Und nicht überall liegt Kupfer, sondern da liegt halt ganz oft 10, 100, 1000 Glas rum, ne? mit verschiedensten Technologien, Long Range, Short Range und so weiter. Und da brauche ich halt für jedes einen Medienwandler, wenn ich weiß, dass ich darüber dann reinkommen möchte. Bei meinem Recon, wenn ich den Remote starte, dann mache ich klassisches OSINT. Ne? Ich gucke mir erstmal an im Internet, was finde ich denn über meinen Auftraggeber raus. Social Media, da kann ich mir dann mal so ein paar Namen raussuchen und ein paar Gesichter mir anschauen, damit ich weiß, wen sehe ich denn da gegebenenfalls. Kann die Leute dann eventuell auch ansprechen oder kann mich auf die beziehen. Wenn man dann eine Story entwickelt hat, dass man als
als Handwerker unterwegs sind und dann kommt einem einer entgegen und fragt, wer hat sie dann beauftragt? Ja, dann sagt man halt irgendeinen Namen, den man vorher bei Xing gegoogelt hat. Ne? Und das funktioniert ganz gut. Ja, die fühlen sich dann direkt wieder aufgehoben, ah, der weiß Bescheid, ja, das kann auch gut sein, der macht ja Facility Management und dann passt das schon wieder. Xing ist eher eh ganz cool, weil über Xing kriege ich ja alles raus, was ich wissen will, ne, über so ein Unternehmen. Ja, ich gucke mir einfach die Profile der Admins an und da weiß ich, da steht, ich biete Sophos Firewall, da weiß ich genau, das Unternehmen hat eine Sophos Firewall. Ja. Damit kriege ich einiges auch in Bezug auf physische Pentests raus. Ne. Also zum Beispiel, wenn irgendwelche Zutrittskontrollsysteme da drin stehen oder irgendwelche Zeiterfassungsterminals, haben die teilweise da drin stehen. Ja. Ich bin für Zeus Blabla zertifiziert. Ja, da weiß ich genau, Zutrittssystem ist von Zeus. Ja, so, das mache ich alles über Xing. Shodan kennt man, interne IP-Adressen rausfinden. Ah, ich gucke mir immer so die Mail-Header an. Ne, wenn man so eine Mail an ein Unternehmen schickt und es kommt eine Antwort zurück, ich bewerbe mich dann immer auf irgendeine Stelle und dann kommt dann irgendwie von der Personalabteilung immer eine schöne Mail zurück. Dann gucke ich in den Header rein und da weiß ich ganz genau, ah, die IP-Adresse vom whatever Exchange-Server ist so und so und die interne Domäne ist so und so. Das hilft mir, wenn ich später drin bin, also ich bin im Netzwerk dann eingedrungen, kann ich jetzt genau, da muss ich nicht mehr großartig scannen, sondern da fahre ich erstmal einen Angriff auf einen Exchange, ja, weil den weiß ich ja schon, da muss ich nicht mehr suchen. Sowas mache ich im Vorfeld alles und das ist auch relativ häufig, ich gucke mir an, ob ich irgendwelche Mitarbeiterzeitschriften oder sowas finde, die das Unternehmen im Internet veröffentlichen. Da sieht man dann ganz oft die Mitarbeiter fotografiert, in Gruppen stehen oder Einzelfotos, insbesondere wenn neue Mitarbeiter kommen, die werden dann vorgestellt. Und wenn es Mitarbeiterausweise gibt, dann haben die natürlich angesteckt. Das heißt, ich kann mir das so einfach ranzoomen und habe dann sofort so Mitarbeiterausweise und kann den fälschen. Ja, also auch das ist eine schlechte Idee als Unternehmen. Das kann ich relativ gut dann mir anschauen. Gästeausweise, Besucherausweise, genau das Gleiche. Handelsregister, alles das, was man so findet. Und für physisch natürlich Satellitenbilder, ja, Google Street View, whatever. Da kann ich immer mal schön schauen, wo ist denn da eventuell eine Mauer, wo kann ich denn angreifen. Das gucke ich mir alles erstmal remote an, bevor ich dann wirklich on-site gehe. Wenn ich dann vor Ort gehe, dann schaue ich mir klar erstmal das Gelände an, gehe mal einmal rum, einmal um den Block quasi und überprüfe vor allen Dingen auch, gibt es da einen Werkschuss? Ja, gibt es eine Schließrunde? Wann läuft die denn daher? Wann laufen die denn daher und schließen oder prüfen ob die Türen zugeschlossen sind? Ja, gibt es einen Pförtner? Wo ist die Kameraüberwachung? Haben die überhaupt eine? Ist die aktiv? Ich schaue mir an, wie sich die Mitarbeiter verhalten. Ein schöner Auftrag in Hamburg, da hatte ich einen Tag vorher Recon gemacht und wir hatten uns ein total tolle Story überlegt. Ne? Wir wollten da als Jens, du warst dabei. Was wollten wir als Vermessungsdienst, wollten wir da auftreten und mit einer kompletten Kameratasche da reinrennen und einfach bitten, ob wir da mal rein dürfen. Und einen Tag vorher war ich da und da ist mir aufgefallen, Punkt 12 Uhr, Personaltür, ein auf und zu. Ne? Da sind die alle in die Mittagspause gerannt. Und die schloss so langsam, diese Tür, dass man wirklich ungefähr 20 Sekunden Zeit hatte, wenn da einer raus ist, einfach reinzugehen. Da waren wir schon drin im Gebäude. Ja. Und das sieht man halt einfach, wenn man sich mal anguckt, was ist denn da gerade los? Wie verhalten sich die Mitarbeiter? Oder die Handwerker. Komischerweise, egal welche Aufträge wir machen, da ist immer irgendein Handwerker vor Ort. Ja, und das ist natürlich perfekt, weil dann bin ich halt im Zweifel auch ein Handwerker. Ja, die sind eh dran gewöhnt, dass Handwerker am Haus sind und dann verkleide ich mich als Handwerker oder Dienstleister. WLAN, Antennen, Zugangspunkte, irgendwelche Funknetzwerke, da gucke ich mir natürlich auch an, ob es die irgendwo gibt. Und auch da gucke ich wieder auf Mitarbeiter- und Besucherausweise. Deswegen habe ich auch hier dann nochmal so ein paar Sachen mit, die auch wieder doof aussehen, aber die brauche ich halt. Ich brauche ein Fernglas und was sich auch schon ganz gut erwiesen hat, ich brauche so ein Wärmebildteil. Ja, ich habe da noch so ein altes, was irgendwie auf mein iPhone passt. Und damit kann man zum Beispiel schauen, ob Kameras aktiv sind oder ob das nur Attrappen sind. Ja, weil die natürlich Hitze ausstrahlen, insbesondere nachts. Ja, und unter anderem davon senden die ja eh auch ein Infrarotsignal aus in der Regel. Und dann sehe ich, ist es wirklich eine Kamera oder ist es einfach nur eine Attrappe? Ja, das kann ich mit so einem Teil sehr, sehr schön sehen, wenn ich da vor Ort rumlaufe. Das ist meine Lieblingskamera, die ich mir gekauft habe. Die kostet irgendwie nur 400-500 Euro. Und das Teil hat irgendwie 2000-fachen Zoom. Und das ist jetzt bei mir vorm Haus und da hängt dann so oben so ein Schild. Also da oben, das ist da die normale Ansicht und da sieht man,
wie weit man darauf zoomen konnte. Ja, und damit kann ich natürlich Mitarbeiterausweise und so weiter wunderbar fotografieren. Teilweise kann ich dann auch schon durch die Fenster durch fotografieren und sehe auf die Bildschirme und so weiter, was da geschrieben ist. Das Ding kostet ein Abel ein Ei. Also da braucht man keine Spezialgeschichten, das kriegt man ganz normal. Oder was natürlich besonders viel Spaß macht, also so eine kleine Drohne, mit der man da durch die Gegend fliegt. Man kann auch, wenn man gerade einen dabei hat, auch so ein USB-Key irgendwie noch droppen, ja, den lässt man dann irgendwo fallen. Darauf achtet keiner. Also es ist unglaublich, wenn man da so einen Innenhof mit so einem Teil reinfliegt, das fällt nicht auf. Ja, irgendwie vermutet keiner, dass da auf einmal einer mit der Drohne rumfliegt. Und damit kriegt man so viele Informationen raus, weil man einfach von der anderen Seite vom Zaun guckt. Ja, und deswegen, sowas hat man dann einfach dabei. Man schleppt sich halt in der Regel auch tot bei solchen Aufträgen. Okay, das sind so die Vorbereitungen. Ne? Das nehme ich, packe ich ein, das nehme ich mit, damit ich letztendlich einbrechen kann. Und dann überlege ich mir, was tue ich denn jetzt? Möchte ich außerhalb der Geschäftszeiten angreifen oder möchte ich innerhalb der Geschäftszeiten angreifen? Wer würde denn von euch eher zu der ganz normalen Geschäftszeit, wenn die Mitarbeiter da sind, angreifen? Mal Hände hoch. Ja, die meisten. Warum? Da fällt es nicht auf. Ne? Nachts ist da der Werkschutz vielleicht unterwegs, nachts sind alle Türen zu, tagsüber ist alles offen. Ja, die arbeiten da. Also in der Regel greifen wir tatsächlich tagsüber an. Ganz normal zu den entsprechenden Geschäftszeiten. Dann habe ich meine Verkleidung angezogen, das zeige ich dann auch gleich nochmal, habe meine Ausweise gedruckt und dann muss ich anfangen, mich so in diese Rolle zu begeben. Ja, da muss ich einen Habitus übernehmen. Also wenn ich ein Handwerker bin, dann laufe ich automatisch ein bisschen so, gucke gelangweilt, total gestresst und überhaupt. Und dann bin ich halt mein Handwerker. Ja, ich kenne viele Geschichten. Also wenn ich zu viele Geschichten erzähle, dann stoppt mich bitte. Wir sind in dieser Montur durch Hamburg gelaufen, über den Kiez. Und uns haben da die Bordsteinschwalben die ganze Zeit angemacht. Ey, geilen Handwerker, Bock auf Schweinerei und so. Und wir so, oh, verdammt. Ne? Also wir hatten halt noch die kompletten Sachen so an, waren auch noch in dieser Rolle drin. Und die haben uns das voll abgekauft. Ja. Also es funktioniert schon ganz gut. Wenn ich das nicht kann, dann sollte ich das nicht tun. Also wenn ich mir unsicher bin, wenn ich nicht dieses Schauspielern kann, dann sollte ich das auch auf keinen Fall tun. Ich kann dann zwar versuchen, irgendwelche Türen zu knacken oder aufzuschließen, aber dann sollte ich nicht diese SE und dieses Thema mit den Verkleidungen machen. So ein Teil braucht man dann auch, ja, so ein Ausweisdrucker, der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer, da guckt man, kann man sich dann tolle Ausweise drucken. Das Bild ist absichtlich so, ja, weil die Bilder sind ja in der Regel nie so, ja, solche Business-Fotos, sondern das sind ja immer nur so: Ja, Wiesner, komm jetzt mal, wir müssen jetzt mal dein Foto machen. Oh, schon wieder. Ja. Und so sehen die halt auch alle aus. Ne? Und dann macht man sich irgendeinen Ausweis. Das funktioniert auch. Oder man nimmt irgendeine Firma, wo man weiß, eben man hat in Xing geguckt, ah, die haben jetzt Sophos Firewalls. Ne? Dann macht man halt einen Ausweis und schreibt Sophos drauf. Ja, weil die IT dann weiß, ja, haben wir im Einsatz, macht schon Sinn, wenn der hier ist. Ne? Also das macht man entsprechend und das ist leider ein Foto. Das ist nämlich da der Kollege Jens Lieber hier vorne und ich. Und da sind wir gerade in unserer Verkleidung. Engelbert Strauß, ich will keine Werbung machen, aber da kriegt man tolle Sachen. Ja. Da sind wir in dem Gebäude und haben einen großen Fehler gemacht. Draußen waren es, ich glaube, so um die 5 Grad. In dem Gebäude waren es ungefähr 25 Grad. Und wir konnten den Aufzug nicht bedienen, weil der funktionierte nur mit einer Schlüsselkarte. Das heißt, wir sind dann 6 Stockwerke mindestens 3-mal hoch und runter gerannt. So sehen wir auch aus. Wir haben geschwitzt ohne Ende. Ja, also das ist schon mal so ein Tipp nebenher. Im Gebäude Jacken aus. Irgendwo hinschmeißen oder vielleicht nicht so dick anziehen. Ja, also das war echt schon ziemlich übel. Bei dem Beispiel sind wir ganz einfach reingekommen. Wir haben gesehen, die haben solche RFID-Tokens. Die konnten wir nicht kopieren. Das war irgendwas, Deathfire, schlag mich tot. Aber ich hatte einen, der sah genauso aus. So, und dann sind wir einfach hinter einem hinterhergerannt, ja, der dann reingegangen ist, hat das dann piep, piep, ist reingegangen. Und ich habe dann einfach so getan, als ob ich jetzt hinter ihm auch an das Lesegerät wollte. Und dann hat er das gesehen und dann, ja, dann komm doch direkt mit rein. Also das funktioniert auch. Man muss nicht unbedingt Schlösser öffnen, man kann sich auch einfach hinten dranhängen. Jo,
Was wollen wir denn machen? Wir wollen über Zäune oder an Zäunen vorbei. Wir wollen Tore und Türen überwinden. Wir wollen in die Gebäude rein. Wir wollen Technikräume finden, weil da sind meistens irgendwelche Netzwerkzugangspunkte. Oder wir gucken einfach, wie läuft denn die Verkabelung. Ganz oft ist es so, dass in Tiefgaragen zum Beispiel, die teilöffentlich sind und einfach unter der Decke irgendwelche Netzwerkkabel rumlaufen. Macht mal den Test, wenn ihr irgendwo mal in einer Tiefgarage seid und guckt mal in den Ecken, da laufen so oft irgendwelche Netzwerkkabel rum, die dann das komplette Gebäude oben drüber bedienen, weil die haben ganz oft solche zentralen Gemeinschaftsserverräume im Keller und da muss man sich nur anhängen und dann ist man eigentlich schon drin, ja, wenn man es kaputt machen würde. Also sowas muss man sich einfach mal angucken. Und das sind jetzt alles Fotos von Projekten, von Aufträgen, die wir da umgesetzt haben. Das ist so der Klassiker. Ne? Super Einhausung, irgendwie so 2,50 Meter Zaun komplett rum, auch teilweise eine Mauer. Und da geht man dann einfach mal rum und wackelt überall dran. Ja? Und ja, man sieht schon, da konnten wir einfach reinschlüpfen. Ja, das war überhaupt kein Problem. Sowas sieht man auch ganz oft. Das sind dann Tore, die nicht verschlossen sind, die nur eingeschnappt sind. Die haben dann irgendwie von vorne so ein Stahlblech dagegen, dass man das nicht einfach so ganz einfach öffnen kann. Aber da gehe ich mit dem Schraubenzieher rein und dann habe ich das Ding auch offen. Ja, also sowas fällt natürlich sehr, sehr schnell auf und bei sowas kommt man dann auch relativ schnell rein. Der Klassiker, den wir auch immer wieder sehen, links das Schwarze, da habe ich eine rauchende Person ausgeschwärzt, damit man die nicht identifizieren kann. Rauchertüren. Da, wo die Raucher sich treffen, die sind in der Regel offen oder sogar verkeilt. Oder wenn ich mir so RFID-Tokens kopieren möchte, dann suche ich mir auch immer erst die Raucherecke. Ja, dann gucke ich, wo ist draußen die Raucherecke, gehe da hin, eine Zigarette in der Hand, stelle mich dabei und gehe halt mit der Hand, wo ich dann meinen kleinen Proxmark habe oder sowas, einfach mal bei den Leuten so eng vorbei. Und dann habe ich ganz schnell mal 3, 4 IDs dann auch kopiert. Ja? Also Rauchertüren, verkeilte Rauchertüren, perfekt, kann ich ganz einfach rein. Das Zweite, was wir ganz oft sehen, das Bild ist von drin, also von innen. Und das sind solche Türen, die einfach nicht mehr funktionieren, die einfach sehr schwergängig sein, wo einfach dieser Gasdruckschließer einfach nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Und die gehen dann entweder gar nicht zu, das heißt, die fallen nur so halb ins Schloss und ich kann sie einfach aufdrücken oder das dauert halt Ewigkeiten, bis sie zugehen. Und dann komme ich halt auch darüber rein. Ja. Ja, diese Türe immer abschließen, das haben wir auch. Das ist das Beispiel, da haben wir einen geführten Pentest gemacht. Da wollte unbedingt der IT-Leiter mitkommen. Ja, also der wollte einfach gucken, was wir da so tun. Der fand das total spannend. Und dann waren wir unten im Gebäude drin und er ging so vor und sagte, ja, da hinten, da braucht er gar nicht reingehen. Da ist zu. Ja, dann sind wir halt weitergegangen zu der Tür. Und haben die halt aufgemacht. Dann war die halt auf. Ja. Das ist immer so, dass wenn irgendwo draufsteht, diese Tür muss geschlossen sein, kann man davon ausgehen, dass sie offen ist. Und diese Denkweise finde ich immer so spannend. Der fand das total, der war total perplex, dass die Tür auf ist. Das konnte er gar nicht verstehen, das konnte er gar nicht fassen, ja? Dass diese Tür, die doch zu sein muss, dass die tatsächlich offen war. Also auch da einfach mal an den Türen rütteln. Ja, die sind ganz oft auf, das ist unglaublich. Oder sowas hier, ne? Das war so von einem Fahrradkeller, ging es dann unten ins Gebäude rein, da war halt irgendwie ein 5 cm Schlitz unter der Tür. Und ich habe mal so ein Foto von so einem Türklinken, von so einer Türklinkenangel da rechts oben reingemacht. Ne? Da geht man dann mit so einer Angel unten durch und macht einfach die Türklinke, drückt die runter und kommt dann rein, wenn die Tür nicht verschlossen ist. Die Tür war natürlich nicht verschlossen, die war auch wieder nur ins Schloss gefallen. Das ist so eine ganz coole Übersicht der Schlüssel, die man haben sollte. Ja, das ist von Rittal, das ist ein CH751, das ist so ein EK333. Das sind so die meisten Schlüssel, die wir bei Server- oder Netzwerkschränken sehen. Ja, da gehört jetzt vielleicht noch so ein Huawei 1812A oder sowas dazu. Das ist der von der Telekom, also wenn jemand mal eine Basisstation sieht. Die kriegt man ganz normal, eBay oder Amazon. Ne? Kann man sich da im 10er-Pack kaufen, das ist gar kein Problem. Die habe ich immer dabei. Die habe ich auch jetzt dabei. Ne? Weil es kann ja sein, dass ich es immer brauche, zufälligerweise. Für irgendwas. Ja? Genau, das ist so mein Schlüsselbund. Da ist noch ein Vierkant von der Bahn dabei. Ich bin viel mit der Bahn unterwegs. Und wenn die Bahn mir dann mein Abteil verwehrt und zuschließt, dann mache ich es mir halt wieder auf.
Nein, das darf ich natürlich nicht. Ne? Aber so ein paar Sachen braucht man. Da ist auch zum Beispiel ein sogenannter K2-Schlüssel mit dabei. Der ist in Hamburg sehr beliebt. K2-Schlüssel, damit kriege ich in den meisten Wohnungen die Elektroverteiler auf. Das ist ein Standardschlüssel, der ist komplett in Hamburg gleich. Wenn man den hat, ist man da schon ziemlich weit drin. Und wir haben auch noch einen anderen Schlüssel, der hat einfach nur eine Nummer höher. Also nicht K2, sondern einen höher. Wenn man den hat, dann kommt man auch in alle Verteilerstationen in Hamburg. Das heißt, man kann die ganzen Kästen aufmachen. Ja, das ist standardisiert, das ist ein Zeiss-Icon-Schlüssel und den kriegt man halt auch irgendwie auf eBay oder so. Ne? Muss man einfach mal nachsuchen. Spannend, ist schon ganz cool, wenn man den hat. Ne? ja, klassische Türsperrgeschichten, ja, so Karten oder einfach so ein Lockpicking-Set braucht man in der Regel auch. Wir setzen uns selten ein. Ne? Also sehr selten, weil tatsächlich die Türen meistens offen sind. Ne? Das ist ein schönes Bild, das war von einem Auftrag vor, ich glaube, 2 Monaten jetzt. Das sind solche Schlüsselkästen. Ja, also die IT hat sich gedacht, wir schaffen jetzt mal Schlüsselkästen an, damit wir so halbwegs dokumentieren können, wer hat denn jetzt welchen Schlüssel. Und das war halt schon nach dem Test. Das Problem war, diese Schlüsselkästen, die waren mit einer PIN geschützt. Jeder Mitarbeiter hatte eine eigene PIN, vierstellig. Und das war dieser geführte Pentest und ich stelle mich da hin und frage den IT-Leiter, haben die Dinger denn eigentlich Brute-Force-Schutz? Und er so, was für ein Schutz? Brute-Force-Schutz? Klack, war die erste Tür auf. Da habe ich mit meinem Hochzeitsdatum angefangen und habe einfach zurückgezählt. Und hatte nach 5 Mal ausprobieren, hatte ich tatsächlich schon den ersten. Ja, also nur eine PIN, das ist nur ein Faktor, das mache ich nicht. Ja? Und damit kriegte ich halt alle auf und das Ding ist eigentlich ganz cool, weil das hat auch abhängig von der Person, die da ihre PIN eingibt, gibt das auch nur die Schlüssel frei, für die die Person den Zugriff hat. Also eigentlich eine ganz coole Idee, aber nur ein Faktor und kein Brute-Force-Schutz. Ja, ich konnte letztendlich da so lange probieren, wie ich wollte. Und hatte dann innerhalb von 5 Minuten 2 unterschiedliche. Das eine war von einem externen Dienstleister, den zweiten PIN war vom IT-Leiter höchstpersönlich. Das war, man sieht, das war nämlich dieser hier, ist fast alles rot, ne? Der darf alles, war schon ganz cool. Ja, ach, das habe ich eben schon mal erzählt, ne? Das ist so ein typischer Stromverteiler, den man überall rumstehen sieht. Und man sieht, den kriegt man halt mit dem entsprechenden Schlüssel auf. Ja, da waren wir dann auch, haben wir mal reingeguckt, eine ganz schöne Geschichte. Das kennt sicherlich jeder, so ein Proxmark 3, ne? So ein RFID-Multitool, mit dem ich alles Mögliche machen kann, hat man auch immer dabei. Damit kann ich RFID-Tokens kopieren oder simulieren und komme da in solchen Systeme rein. Ach genau, ja, hier sieht man so Teil im Einsatz. Das war mal mein Hotelzimmer, da war mir langweilig. Und da habe ich dann mit der älteren Version, habe ich dann einfach mal mein Hotelzimmer penetriert und kam dann halt auch darüber rein. Ja. Habe ich dann dem Hotel gesagt, das hat erstmal alle Schuld von sich gewiesen, haben gesagt, wir haben eine Risikobeurteilung gemacht, es ist kein Risiko. Und irgendwie ein Jahr später hatten sie tatsächlich alles ausgetauscht. Also komisch. Ja, das ist auch von einem Auftrag, das ist so der Original-Token. Das war ein sogenannter EM4102, wer sich da so ein bisschen auskämpft, das ist ein Chip, der hat eine ID und mit der ID sagt das System dann, ob ich reinkomme oder nicht. Nur eine ID, ja, das ist nicht verschlüsselt, gar nichts. Die Dinger werden regelmäßig immer noch verkauft. Ich bin CISO bei einem Unternehmen, da wollen sie jetzt die F&E-Abteilung, wollen sie jetzt nochmal durch ein zusätzliches Zutrittssystem schützen. Und da ich da halt in den Prozessen und den Projekten drin bin, habe ich das auf den Tisch bekommen und habe gesagt, was habt ihr denn da für Chips? Hab da mal angefragt, was die für Chips verbauen in dem System. Ja, kommt noch die Info. Und dann kam die Info EM4102. Und dann kommt dann von mir der sachdienliche Hinweis, wenn wir das kaufen, können wir es auch gerade lassen. Und der Dienstleister, dem war das vollkommen egal. Der hatte da keinerlei Bewusstsein für. Der verkauft also an Unternehmen, die sich auf den verlassen, verkauft der Zutrittschips, die einfach kopierbar sind. Wo ich wirklich 5 cm dran vorbeilaufe und das Ding kopiere und dann komme ich überall rein. Also keine schöne Geschichte. Für uns fand ich es eigentlich ganz eine coole Geschichte. Ja, das sieht man auch hin und wieder schon mal.
Das ist jetzt kein Originalfoto von mir, aber das nutze ich in anderen Slides schon mal ganz gerne. Da ist es in der Regel so, dass dann auch die Pin-Folge von oben nach unten ist. Ne? Also 1790 wird das hier wahrscheinlich gewesen sein. Wo man auch diese Wärmebildkameras schön für nutzen kann, ist einfach, wenn jemand an einem Pin-Feld war und wenn man kurz danach hingeht und einfach mal mit so einem Wärmebildgerät da drauf schaut, dann sieht man, wo er gedrückt hat. Ja, das geht auch bei EC-Terminals relativ gut. Das hier ist jetzt so eine verschlüsselte Festplatte, ja, so eine IBM Lenovo-Festplatte mit PIN-Eingabe. Und das war ungefähr eine Minute, nachdem ich die PIN eingegeben hatte. Da hat man das immer noch so deutlich gesehen. Ja, hängt so ein bisschen von den Witterungsgegebenheiten ab, aber naja. Jo, wenn ich dann drin bin, dann gucke ich mir halt an, was kann ich da so erreichen. Ja, das ist jetzt der Klassiker, das war auch diese Tiefgarage bzw. der Fahrradkeller. Da lagen dann einfach die Kabel quer durch den Raum. Hätte ich dann einfach dran gehen können und wäre komplett im Core-Netzwerk des Auftraggebers gewesen. Das wäre unschön gewesen, weil ich hätte was kaputt machen können. Für so Sachen brauche ich meinen Werkzeugkoffer und meine kleinen Spezialbits, ne? Solche Gegensprecheinrichtungen. Ja, sehen wir immer wieder und ich glaube, bei dem war es jetzt nicht so, aber bei den moderneren, die sind ja alle per Netzwerk angebunden. Das heißt, da guckt dann irgendwo in der Wand, hängt dann ein Netzwerkkabel und wenn ich das Ding abschraube, bin ich dann halt an diesem Kabel im Netz. Und glaubt man nicht, dass die ihre Netze alle segmentieren. Das heißt, ich bin dann in der Regel irgendeinem Client-Netzwerk und komme von da aus dann einfach weiter. Ja, so sieht dann so eine Einhausung, die man dann mit dem K2 oder K3-Schlüssel aufbekommt, so sah die aus. Ne? Auch hier wieder Netzwerkzugangspunkt, so einen kleinen Industrie-Switch gefunden, dran gestöpselt, Spaß gehabt. Oben links, das ist ein PC mit Windows XP. Ja, also das Übliche. Ja, sowas sieht man ganz gerne. Ne? Access Points. Die moderneren sind zwar dann netzwerkseitig in irgendwelchen Management-Netzen drin, da komme ich dann nicht unbedingt mehr raus. Aber versuchen kann ich das. Ja, und viele sind tatsächlich auch einfach plain im Netz drin. Also bei den kleineren Unternehmen. Ja. Oder so, ne, der typische Drucker. Es ist eigentlich in der Regel so, dass wenn wir auf einer Etage irgendwo reingekommen sind, dass wir als allererstes hören, wo wird hier gedruckt oder kopiert. Wo läuft hier ein Drucker? Der Druckerraum. Ja, da latscht man dann hin und gibt sich dann als wer auch immer aus. Da war auch eben das Foto von. Da hatten wir eine Stunde bei den Druckern gestanden und haben dann fröhlich vor uns hingehackt, bis irgendwann mal ein erboster Mitarbeiter reinkam und wir dachten, jetzt hat er uns erwischt. Und er fragte dann, kann ich hier bald wieder arbeiten? Ich muss was drucken. Dann sagten wir, ja, wir sind ja nur am rechten Drucker, den linken können Sie ja nehmen. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, Drucker immer schön, weil, warum? Drucker sind in der Regel, wenn die irgendwelche NAC-Geschichten, ne, so Network Access Control-Geschichten im Einsatz haben, dann sind die Drucker ganz oft ausgenommen davon, weil die irgendwie keine Zertifikate können und so weiter. Und dann machen die so ein Fallback auf MAC-Adressen. Da muss ich mir einfach nur ins Menü gehen von dem Teil. Die haben ja eh meistens irgendwelche Standard-Kennwörter drin. Guck mir an, welche MAC-Adresse hat der Drucker und übernehme die einfach auf meinen Rechner und dann bin ich halt auch wieder drin. Ja, das ist bei Druckern immer eine schöne Geschichte. Segmentiert sind die eh nicht. Ja. Das ist so ein Zutrittsterminal, das sieht man auch, unten einfach ein Netzwerk reingestöpselt. Auch da, das war sogar, glaube ich, im öffentlichen Bereich. Ne? Also ganz normal komme ich da rein und sehe so ein Ding, da komme ich dann auch ins Netzwerk rein. Das haben wir dann auch mal aufgemacht, da hätten wir auch schön so einen kleinen Network-Implant installieren können. Ne? Das hat kein Mensch gemerkt und da wären wir immer schön online gewesen über das Teil. Ja, die Klassiker, irgendwelche Dosen. Das war auch schön. Das war ein Netzwerkschrank, der war richtig toll gesichert, ein elektronisches Schloss davor und was hängt unten raus? Ein Patchkabel mit einer Dose. Ja, damit kam er dann auch wieder ins komplette Kernnetz von unserem Auftraggeber. Das war auch relativ übel. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ne? Solche Switche liegen da auch ständig in der Gegend rum. Telefone auch wieder ganz schön, so VoIP-Telefone. Die nehmen wir auch ganz gerne, um uns irgendwo rein zu hacken. Einfach MAC-Adresse geklont, fertig ist man drin. WLAN ist auch so eine Sache, da gibt es ja so von Hack 5 so ganz coole Sachen, ne? diese verschiedenen Gerätschaften, die im Angebot haben. Das links ist so ein Portable, rechts ist der Tetra, da kann man Fake Access Points mit aufmachen, Rogue Access Points, man kann irgendwelche De-Auth-Attacken mitfahren und versuchen einfach irgendwie die Leute dann dazu zu bewegen, irgendwie sich bei uns anzumelden und dann ihren Key einzugeben. Aber das kommt in der Regel nicht so oft vor. Das ist halt ein Beispiel dafür, dass man auch eigentlich gar nicht hacken muss.
Wer es erkennt, das ist Orbis, das ist aus dem Krankenhaus, ja, das ist das Krankenhausinformationssystem, was da offen ist. Und die Krankenhäuser haben da echt Probleme. Ne? Das sind öffentliche Räume, öffentlicher Bereich, da kann man einfach reinlatschen, guckt sich das an und die sperren ja in der Regel ihre PCs nicht. Das heißt, diese ganzen Arzt-PCs, die sind wirklich zu mehr als 70% sind die einfach ungesperrt. Ja, dann komme ich hin, setze mich dann dahin und fange einfach an zu arbeiten. Und hier war es so, da wurde ich nach einer Stunde, wurde ich dann von einer Mitarbeiterin angesprochen, was ich denn hier so tun würde. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache hier eine Sicherheitsüberprüfung. Ja, dann hat sie sich bedankt und ist wieder gegangen. Ja, also auch wieder das Thema Habitus. Ich gehöre dahin. Ich mache eine Sicherheitsüberprüfung. Okay, ich hatte auch einen gefälschten Mitarbeiterausweis, aber ja. Ah, das war auch ganz nett. Das ist so ein Konferenzhotel gewesen und da konnte man dann in die USB-Ports dran. Ja, da kann man natürlich tolle Sachen anstecken. Ja, da war auch irgendwie gerade keiner, da haben wir da was angesteckt und hatten auch Spaß mit dem System. Ja, also Gadgets gibt es da super viele. Ne? Das ist auch wieder von Hack 5. Das sind so kleine Teile, die wir einfach an Akkupacks dranhängen. Und die kann man dann 2-3 Tage, die verbrauchen nicht viel Strom, irgendwo einfach mit Gaffertape hinten dran kleben und schleift das komplette Netzwerk dadurch. Ne? Also die haben 2 Netzwerkports, einmal ein, einmal raus. Die faken dann irgendwie, die hängen sich teilweise auch an 802.11x hinten dran und es kommen dann übers Netzwerk. Und der eine, den haben wir vorbereitet, der snifft mit. Das heißt, der schreibt dann einfach so einen TCP-Dump, so einen Pickup-File mit und speichert das auf einer SD-Karte ab. Und der andere macht halt einen Tunnel auf oder versucht einen Tunnel aufzumachen. Einfach zu meinem Server, wo ich mich dann zurück über VPN dann auf das System draufhacken kann. Ich glaube, die Dinger heißen LAN-Turtle oder so von Hack 5. Ja, oder man nimmt einfach, was man so bekommt bei Amazon. Ne? So TP-Link-Teil oder so. Oben die Kosten an diese 12 Euro. Oder einfach ein Raspberry Pi. Ne? Da klebt man dann auch am besten noch so ein Prüfding drauf, dann weiß man genau, das Teil gehört hier hin, alles ist gut. Damit habe ich mal rumgespielt, weil wir kommen, wenn wir sowas in Serverräume oder sowas installieren, da kommen wir schlecht mit LTE oder mit 3G raus. Ne? Die sind ziemlich abisoliert und wenn man dann auch nicht über den Tunnel rauskommt, weil die Firewall gut konfiguriert ist, dann habe ich halt ein Problem, wenn ich da irgendwie so ein Network Implant installieren will. Und da habe ich das mal mit LoRa getestet. Ich weiß nicht, ob LoRa jedem was sagt. Das ist halt so eine Long-Range-Funktechnik, die relativ gut durch alle möglichen Gebäude, Mauerwerk und so weiter durchkommt. Da hat man zwar nur 9K6 nachher, also eine ziemlich langsame Geschwindigkeit, aber für eine Shell reicht das. Ja, um einfach eine Shell aufzumachen und irgendwie Metasploit zu starten oder was auch immer. Das sind so die Mittel, wie ich dann, wenn ich einmal drin bin, wie ich die dann meine Privilegien eskalieren kann. Ne? In der Regel ist es tatsächlich so, dass wir uns mit dem Notebook dahinstellen, wenn wir tagsüber da sind und wir sind gut in unserer Verkleidung unterwegs, dann stellen wir uns einfach hin und hacken da vor Ort. Das interessiert ja eh keinen. Ja? Das weiß ja keiner, was man da so tut. Oder man was macht man dann? Entweder so einfach drauf, Nessus starten und alles, gib ihm. Ja, im Mittelstand ist ja so, die haben sehr selten, erkennen die sowas überhaupt. Oder was ich jetzt letztens nochmal gemacht habe, einfach mal so ein Blind Eternal Blue oder so ein Blue Keep, einfach mal so ins Netz geballert. So, was kriege ich für DNS-Server per DHCP, was habe ich vielleicht von außen? Und einfach mal ein Blue Keep drauf gemacht, ne? Einfach so mal rausgeworfen. Und der baut mir dann automatisch einen VPN-Tunnel auf zu mir, und präsentiert mir eine Shell auf irgendeinem Windows-Server, wo er gerade irgendwie reingekommen ist. Also sowas sollte man automatisieren, weil sonst kommt man ja dazu nicht. Ne? Ja, das war bis jetzt der Spaß. Das ist so das, was wir machen. Das macht richtig Spaß. Es ist wirklich Räuber und Gendarm spielen. Es ist nicht so blödes Management, was ich da sonst immer so mache, sondern wirklich Spaß. Und dann kommt natürlich die Pain, nämlich der Abschlussbericht. Jeder Pentester kennt das, Abschlussberichte schreibt man nicht gerne, aber der ist natürlich super wichtig dabei. Das heißt, wir müssen einen aussagekräftigen Abschlussbericht schreiben, wo wir vor allen Dingen reinschreiben, das ist unsere Einschätzung für das Risiko, was ihr hier habt. Ja, ist es jetzt ein sehr hohes Risiko, weil wir sind reingekommen und wir konnten Schwachstellen ausnutzen und sind jetzt Domain-Admin? Ja, das ist in, ich glaube, 80% der Fälle, da ist es so. Tatsächlich, ja, also da kann ich das einfach mein Template nehmen, ne? Steht ja immer das Gleiche drin, weil man kommt hier rein, ja, und dann gucke ich mir einfach an, was sind die Schwachstellen.
in dem Perimeter, was waren die Schwachstellen in den Türen, einen chronologischen Ablauf, wann habe ich was gemacht, welche Techniken habe ich eingesetzt und dann Fotos, immer Fotos, 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 Beweisfotos, ansonsten glauben die einem das ja nicht. Ja, also die gucken dann da immer drauf und denken sich, ja, da steht jetzt irgendwie, Tür war offen, man konnte da einfach eindringen, aber die glauben einem das nicht, die wollen das Foto sehen, dass man drin war. Ja, also Picture or it didn't happen, ne? Das kennen wir ja. Die Abschlussbesprechung, die wird dann immer ganz spannend, vor allen Dingen, wenn man mit dem Facility Management zusammensetzt und die dann erklären, warum das denn so einfach war, da reinzukommen. Ja, also da fliegen schon mal die Fetzen. Ich glaube, einmal ist sogar irgendwie in Vorstand gegangen, weil der irgendwie Mist gebaut hatte. Ja. Zum Abschluss noch so ein paar Do's und Don'ts. Was macht man und was macht man nicht? Ein paar Sachen davon habe ich schon erzählt. In der Regel macht man das zu zweit vor Ort. Ja, es ist erstens macht es mehr Spaß. Ja, man kann danach ein Bier zusammen trinken gehen und eine Person hat man in der Hinterhand. Die sitzt irgendwo im Headquarter und penetriert von außen oder sucht Sachen raus, die man wissen will. Ne? Also wenn man vor einem Schloss steht und das noch nie gesehen hat, kann er halt im Hintergrund recherchieren, was ist das für ein Schloss, gibt es da Schwachstellen und so weiter. Ausreichend Zeit einplanen, das ist aufwendig sowas. Man ist dann mal locker 12 Stunden durchaus vor Ort, ja, wenn man da morgens anfängt und wird dann langsam aufhört. Und vor allen Dingen müssen wir gucken, wann gehen wir überhaupt dran. Ja, die optimale Zeit wählen. Mittags steht jetzt da nicht, aber mittags ist toll, weil mittags gehen die Leute raus, dann sind die Türen auf. Weil die gehen in die Mittagspause. Oder ein warmer Sommertag. Was machen die Leute? Die Tore auf, die Türen auf, die werden verkeilt, laufe ich einfach rein. Ja, also über solche Lieferantenwege zum Beispiel, Anlieferungsstellen, da gehe ich dann einfach rein, weil die sind dann offen. Ja. Oder so ein wichtiges Ereignis. Einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz. Ja, in eine AG rein. Ja, die sind dann alle total bekloppt. Die laufen alle rum wie die Irren. Ja, die gucken nicht nach links und rechts. Und dann greife ich natürlich an, weil dann macht es Spaß. Oder auch der Klassiker montags morgens um 8 Uhr in einem Krankenhaus. Patientenannahme. Da geht der Bank. Ja. Das nutze ich aus. Weil die Leute sind im Stress, das ist halt auch wieder SE, Social Engineering, die Leute sind im Stress und dann kann ich das ausnutzen. Ausrüstung optimal auswählen. Die ersten Male, wo ich das gemacht habe, hatte ich nachher echte Rückenschmerzen, weil ich habe alles mitgenommen, was es so gab, weil man war ja für alles, will ja für alles gerüstet sein, aber natürlich nur das einpacken, was ich wirklich brauche. Den ganzen anderen, das ganze andere Geraffel, das lasse ich irgendwo in meinem Stützpunkt liegen. Ja, da habe ich dann meine Pelicases, da liegt das dann alles rum, aber ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Weil ich bin da 12 Stunden unterwegs und ich will eben da nicht großartig mich dumm und dürmelig da schleppen. Aufklärung schon mit Grundausrüstung. Da habe ich schon mein Notebook dabei, da habe ich schon mein Werkzeug dabei, weil ganz oft ist es so, ich sehe bei der Aufklärung schon solche Schwachstellen, die ich auch direkt ausnutzen kann. Das war dieses Beispiel, wo ich zur Mittagspause da war und einfach reingehen konnte. Ja, hätte ich da hatte ich das nicht, mein Notebook dabei gehabt, dann wäre der Auftrag schon erledigt gewesen. Ja, da hätten wir an dem Tag den Auftrag schon beendet, weil letztendlich der komplette Zugriff ins Netzwerk dann da war. Fotos hatte ich eben schon mal, Plan B macht auch Sinn, vor allem wenn man irgendwie vor Ort auf einmal eine komplette andere Gegebenheit vorfindet. Ne? Irgendwie, da sind Baumaßnahmen gewesen, Recon und Einsatz ist irgendwie 2 Wochen auseinander, kommt man dahin, sieht es komplett anders aus. Da muss man sich halt einen Plan B überlegen. Also das sollte man einfach nicht so statisch angehen, so eher so agil. Ne? Macht man ja so heutzutage im Projektmanagement. Ein weiteres Du, und das haben wir uns gut überlegt, ist, man sollte immer ein Ringelfleischwurst dabei haben. Wer hat eine Idee, was wir damit machen? Ja, den Hunden, genau. Da sind wir beim Werkschutz auf dem Gelände nachts. Das war das Foto eben, wo wir durch den Zaun gegangen sind und gehen da so rum und irgendwann sehen wir da so eine einsame Person mit einem Hund stehen auf dem Gebäude, auf dem Gelände. Dann war das der Werkschutz und der hat einen Hund dabei gehabt. Und da konnte man 2 Menschen richtig schnell laufen sehen. Und da haben wir uns gedacht, ein Ringelfleischwurst, das wäre es jetzt gewesen. Ne? Dann werfe ich dann hin wie so ein Täuschkörper und ja, ab da schön. Und die letzte Folie, auch noch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, was man alles so findet, wenn man denn mal drin ist. Das ist eine Aalewurst. Eine Aalewurst, war so in der Kasseler Ecke da oben irgendwie. Und ja, die hing da, weil es war die optimale Temperatur im Serverraum, um so ein Zeug zu trocknen. Ja, noch ein paar Don'ts. Kein Hacker-Style.
ich renne nicht in so einem Auftrag rum wie ein Hacker. Ich habe kein beklebtes Notebook dabei oder ich habe nicht diese Tactical-Rucksäcke dabei, wenn ich gerade jemand anders bin. Ja, das ist doof. Also wenn ich gerade Handwerker bin, dann laufe ich nicht mit so einem Tactical-Rucksack mit rum. Ja, da habe ich meine Werkzeugtasche dabei. Also da muss man sich schon so ein bisschen zurücknehmen, weil man hat ja auch nicht so viele Notebooks und die meisten sind ja eh beklebt und dann muss man halt gucken, dass man eins hat, was nicht beklebt ist. Ne? Zu warm anziehen hatten wir eben schon mal, ist keine gute Idee. Menschen sollten wir nicht bloßstellen bei solchen Sachen. Ja? Da sollten wir, die sollten wir nicht zu sehr unter Druck setzen, weil unter Druck reagieren die manchmal so, wie man das nicht will. Und insbesondere dann, wenn so Aggressivität aufkommt, und das hat man schon mal, ne? Wenn man dann auf einmal so einer Person gegenübersteht, die einen nicht kennt, die einen anguckt und die schon so ein bisschen schweißnasse Finger bekommt, ja, und auch schon so ein bisschen Drohgebärden macht, dann sagt man, okay, dann bricht man lieber ab. Ein anderes Beispiel war, da sind wir dann zu dritt, saßen wir in einem Büro, hatten uns da verschanzt und irgendwann klopft es an der Tür und der Admin kommt rein, guckte uns ganz komisch an, sagte, was machen Sie hier? Wir so, ja, wir haben hier ein Projekt, bla bla bla, wir arbeiten hier. Aha, ja, aber hat hier jemand am Netzwerk rumgefummelt? Nein, haben wir nicht. Unter den Tischen lagen, ich glaube, 12 Geräte, irgendwelche Sniffer, hat er gar nicht gesehen. Und dann geht er raus und wir alles zurückgebaut, ne? Türen, alles auf, alles wieder zurückgebaut. Und ich stehe so an der Tür und höre ihn sprechen. Da hat er mit seinem Chef telefoniert. Und da sagt er, ja, aber die sind zu dritt. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also er hat richtig Stress, der Typ. Ja? Und da haben wir es auch bis zum Schluss durchgezogen. Er hat, glaube ich, bis zum Schluss nicht gewusst, wer wir eigentlich waren. Ja? Aber das kann schnell kippen. Also Aggressivität, Stress, im Zweifel lieber abbrechen, weil ansonsten kann das schon mal ein bisschen komisch werden. Und ich hätte echt gern die Telekom gehackt. Ich hätte sie gern gehackt. Aber die war out of scope. Ne? Also dieser Telekom, diese Basisstation, die war out of scope. Nicht hinreißen lassen. Das fällt verdammt schwer. Vor allen Dingen, wenn man solche low-hanging fruits da hat, ne? Wo man einfach sieht, wow, ja, geil. Aber nein, gehört nicht zum Auftrag, weitergehen. Ja? Okay, das so als ganz kleine Einführung. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für Fragen. Ansonsten vielen Dank. Wer hat noch Fragen? Ansonsten, ich bin ungefähr noch eine Stunde hier oder so. Im Zweifel auch draußen. Keine? Alles klar. Danke.